Dieser Mann stand am Anfang, Ansel Keys, ein amerikanischer Arzt. In den 50er Jahren untersuchte er an der Universität Minnesota den Zusammenhang zwischen tierischen Fetten aus Ei oder Fleisch und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ansel Keys These, Cholesterin im Essen sei Schuld an Herzinfarkten. Um das mit Zahlen zu belegen, musste Dr. Keys alle statistischen Register ziehen. Er sammelte für 21 Länder Zahlen, die seine Cholesterin-These beweisen sollten. Doch die Daten belegten wenig. Die Lösung? Was nicht in die Kurve passte, ließ er einfach weg. Der angebliche Zusammenhang zwischen Cholesterin in tierischen Fetten und Herzinfarkt war jetzt deutlich. Also die Messergebnisse waren nicht falsch, aber die Interpretation der wissenschaftlichen Daten ist mehr oder weniger willkürlich gewesen oder eben in einem Sinne, die Menschen täuscht und nicht die Wahrheit wiedergibt. Viele Ärzte haben schon damals gewusst, dass Dr. Keys nicht recht hatte. Aber die Cholesterinlüge hielt sich Jahrzehnte hartnäckig. Das findet Ingrid Mühlhauser so ärgerlich, dass die Öffentlichkeit manipuliert wurde. Hysterie brach aus, ein Kampf um die Hoheit auf dem Teller. Tierische Butter gegen pflanzliche Margarine. Was gibt's bei Ihnen zu Hause aufs Brot? Margarine. Aufs Brot gibt's bei mir zu Hause natürlich Butter. Und warum? Nach den Erfahrungen, die ich in meiner Arbeit für das Margarine-Institut in enger Berührung mit der wissenschaftlichen Forschung gemacht habe, konnte ich mich als denkender Mensch gar nicht anders entscheiden. Kleine Randnotiz. Als Dr. Keys die Cholesterinstatistik in die Welt setzte, war er bezahlter Berater der amerikanischen Margarineindustrie. Natürlich ist Cholesterin im Blut ein medizinischer Marker, einer von vielen, hat aber wenig mit der Ernährung zu tun. Auch beim Cholesterin im Blut findet Ingrid Mühlhauser das Erfolgsmodell der Gesundheitsindustrie wieder. Runter mit den Grenzwerten, wie beim Diabetes. Die USA senken den Gesamtcholesterinwert im Blut ständig, wie wir Deutschen. Die letzte Absenkung brachte weltweit 50 Millionen neue Kunden für die Industrie und allein dem Pharmakonzern Pfizer mehr als 10 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr mit einem Medikament. Die Grenzwerte sind über die Jahre immer wieder gesenkt worden. Das gilt sowohl für den Blutdruck, Blutzucker als auch die Cholesterinwerte. Und dann werden von einem Tag zum anderen plötzlich ganz viele Menschen hier in Deutschland zu Patienten, obwohl sich nichts an ihrem Gesundheitszustand und ihrem Risikoprofil geändert hat. Grenzwerte runter. Ein Erfolgsgarant für die Pharmabranche. Wer weiß schon, welche Daten dafür herhalten. Ingrid Mühlhauser ist schon lange nicht mehr erstaunt, wie leicht sich medizinische Studien, sagen wir, frisieren lassen. Mit solchen einfachen Methoden. Eine Studie wird zum Beispiel nicht veröffentlicht, wenn das Ergebnis dem Auftraggeber nicht gefällt. Weg damit. Methode 2. Man sucht sich ein vorhandenes Medikament mit geringer Wirkung und vergleicht ein neues Medikament damit. Schon glänzt es heller, als es ist. Oder? Forscher suchen für ihre Studie besonders anfällige Testpersonen oder besonders gesunde, um die gewünschte Wirkung zu erreichen. Nächste Methode. Wenn die positive Wirkung eines Medikaments von immer mehr Nebenwirkungen belastet wird, warum nicht die Studie vorzeitig beenden? Umgekehrt. Wenn die positive Wirkung einfach noch nicht eintreten will, warum die Studie nicht einfach verlängern?